schöne Aussicht gehabt. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Einfach warten und da kommt ein Rabe, kommt der Rabe angeflogen. Das feiere ich jetzt gerade. So, gut. Ach, schade. Es wäre jetzt cool gewesen, wenn der stehen geblieben wäre. Tova, du tauschst die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Oh Gott. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und noch viel weiter. Atme aus, dann lass... Bis zur Unendlichkeit! Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Oh, ich habe Angst. Siehst du, aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten, etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot, aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Das ist cool. Also so habe ich jetzt was gewonnen, oder was? Ha! Alles klar. Warum nicht? So, ich will jetzt dieses Würfelspiel. Jetzt, wo ich hier rumlaufen kann, will ich auch das Würfelspiel spielen. Was zum... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Du siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Für Erlück ist immer Zeit. Erlück, dafür braucht man Geschick oder Glück. Wie wär's? Lass uns spielen. Also gut, fangen wir an. Okay. Erlück ist ein Würfelspiel, bei dem zwei Spieler Göttersegnungen heraufbeschwören. Der Spieler, der die Gesundheit des Gegners zuerst auf 0 senkt, Moin Genius, gewinnt. Alles klar. Jede Runde besteht aus drei Phasen. Würfelphase. Aber, Alter, was? Das ist so ein bisschen Pen and Paper hier. Mit Angriff, Blocken. Okay. Ach komm, Learning by Doing. Okay. Wie geht's dir, Genius? Okay. Ach, so wird's nochmal erklärt. Okay. Die Hand habe ich nicht. Ich hab Schild. Achso, okay. Ach, das ist die Anzahl der Lebenspunkte. Alles klar. Thomas, moin! Ja, Genius, ich sitz voll rum und würfel. Ah, ich wollte noch weiter würfeln. Sollte reichen. Göttersegnung, alles klar.
Ah, okay, ich verstehe das Prinzip. Moin, Dennis! Ich verstehe das Prinzip. Eieiei. Der wählt diesmal gar nichts aus. Ich würde sagen, der hat jetzt da keine große Wahl. Was ist Abakara? Mein Gott. Thomas, Dennis, wie geht's euch? Nein, nein, nein. Doch. Oh. Nicht schlecht. Ihr kommt gerade vom Zahnarzt. Haben noch ein bisschen Probleme, aber war nichts Großes, deswegen war die Betäubung auch nicht so stark. Der macht mir jetzt gut Schaden. Ich kann nur einen Punkt abwehren. Aber dafür klaue ich ihm den Göttersegen. Ja. Na gut, die Besserung. Haha, Magiephase. Ich muss nur 5 Schaden verursachen. Also Nahkampf, Fernkampf. So. Also ich wehr 2 Schaden ab. Wie der Rest des Games. Ich dachte, das wäre einfach nur ein völlig überteuerter Würfelsimulator. Also es gibt noch mehr? Dennis, ich glaube, du verwechselst da was. Ich mache nur 2 Schaden. Ah, das ist schlecht. Der klaut mir einen, da brauche ich auch keine Göttersegen auszuwählen. Verdammt, ich hätte ausreichend gehabt. Ich habe noch nicht so viel gespielt, Dennis. Das wird jetzt heute ein bisschen intensiver werden. Gleich habe ich dich besiegt. Was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir ganz gut. Ja, Web Battles gibt es. Ja. Ein Rap Battle. Das ist sowieso das Indies wie Beleidigungsfechten. Ist ganz lustig. Habe ich bis jetzt eine Runde mal gemacht. Einfach draufhauen. Da braucht nur noch 3 Schaden. Das kriege ich irgendwie hin. Komm, ich hau einfach drauf. Ich hatte beim ersten Anspielen schon einen ziemlich nervigen Bug, der mich so eine halbe Stunde Geduld gekostet hat. Die Runde geht an mich. Gib einfach auf. Das Kampfsystem finde ich jetzt nicht so gut im Nahkampf. Der Fernkampf ist aber sehr gut und das Schleichen ist super. Ha, du hattest nur Glück. Noch eine Runde? Nö, danke. Atmosphäre top, die Steuerung ist super.
Also da kann ich echt nicht meckern. Hat der König jetzt Zeit für mich? Der Gesandte aus dem Norden ist noch bei ihm. Ich würde noch etwas warten. Verstanden. Ich komme wieder. Hallo, hi. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Na gut, Thekla, ich trinke dich unter den Tisch. Oh Gott, ein Trinkwettbewerb, ich hab Angst. Hallo, Thekla, was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Eieiei. Gerne. Nächster Halt ist der Boden. Oh Gott. Zu stark für dich. Trink! Trink! Behalte die Scheiße bei dir! Kann ich vergessen. Ich mache noch eine Runde. Ich kann mehr trinken als jeder Einzelne. Halfinjensch. Mach dir nichts draus. Die meisten dieser Arschlinge hätten sich eingepisst oder wären umgefallen. Ja, ist schön mit dem Trinken, aber ich wollte Wettbewerb machen. Hallo, Thekla. Was brauchst du? Eieiei. Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Boah, nach dem Wettbewerb hier. Du schwitzt ja. Wow. Wie bei Odin ist Med mein Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Gut getrunken gemacht. Klappe schon ein bisschen viel. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Na gut, Thekla, ich trinke dich. Nein, du trinkst jetzt nicht nur den Tisch, du hörst auf. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Ah, Beleidigungsfechten. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Ja. Ja. Ah. Ah! Ich häng fest, ich weiß nicht wo. Ah. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Was? Nein, ich will Geld. Ich bin bereit.
Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemäß. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn? Oh Gott. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie es dir dann ergeht. Du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt. Ich habe dich nicht genug gelehrt, wenn du glaubst, dass das passt. Wo ist der Reim? Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst, aber das wird schon. Ich helfe dir gern, du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Na, erstmal da hoch. Hey, kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Finjens, wie geht's dir? Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Eivor, soll ich deine Klingen schärfen? Wolfsmal, willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag, ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit, naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Genius, ich bin auch schon drauf reingefallen. Das wächst da am Körper ganz normal. Das ist normal. Das ist Biologie. Ist keine Neuentdeckung. Habe ich auch gedacht am Anfang. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Ich weiß ja jetzt nicht, was ihr dachtet. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt denkt. Was ich denke. Ihr seid pervers. Und das um die Uhrzeit schon. Varins überlegene Bachtaxt. Geil. Kann ich nicht. Ein Runenplatz. Das sollte reichen. Noch etwas? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt.
Und ich warte jetzt immer noch drauf, was du Tolles entdeckt hast. Brauchst du sonst noch etwas? Das wäre erstmal. Komm jederzeit. Ich mag die Charaktere. Oh, was ist denn das? Achso, das ist der Typ mit dem Beleidigen. So, gucken wir doch mal. Okay, du wartest noch, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich wollte ja auf die Karte. So. Gut, ich geh mal in Richtung des Waldes und guck mal, ob ich drei Geweihe kriege. Gehen wir mal auf die Jagd. Also mein letztes Assassin's Creed war Black Flag. Insofern ist das hier für mich wirklich ein großer, großer Bruch. An den ich mich erst gewöhnen muss. Ich glaube, da ist was zum Farmen da hinten. Nein, das ist nur ein. Das ist nur Holz. Okay. Sieh mal nach, Sühnen. Okay, ich glaube, hier ist der Rand der Welt. Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ah, Monster. Ein paar hätte ich schon. Tova sagt, dass sie neue Tätowierungen ausprobiert. Das stimmt. Und sie wird immer besser. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Gibt es sonst noch etwas? Bis später, Swain. Gut. Also ich glaube, die Option werde ich heute Abend beim Stream verbieten.
Alter, was seid ihr denn für Schweine? Wieso nicht heilen können? Ich kann nicht links abbiegen, rechts abbiegen. Das heißt, ich muss mich so drehen, zack. In diese Richtung. Das ist aber bei einem Spiel, wo teilweise automatisch gesteuert wird, ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Nicht heilen können ist ja noch in Ordnung. Ach, bei Dark Souls, gut, okay. Da, bei Dark Souls ist es mies. Deine Mutter habe ich, du bist der Nächste!